Jo, guten Abend. Heute möchte ich einen Blick mit euch in eine sehr aufregende Zukunft wagen. Wer hat sich nicht schon mal gedacht, wie cool es wäre, etwas schweben lassen zu können? Hier ein schwebender Magnet. Den kennt bereits jeder aus dem Physikunterricht. Aber heute möchte ich etwas vorstellen, das man nicht ganz so einfach im Internet bestellen kann. Wie wäre es zum Beispiel mit etwas Praktischem? Okay, damit kann man bereits spielen und sich den Zug schwebend vorstellen. Aber wir sind ja alle schon hier erwachsen. Darum machen wir es ganz einfach. Wir machen das Ganze größer. Sieht dann ungefähr so aus. Und das wirkt schon recht imposant, aber dabei stellen sich mir zwei Fragen. Wie ist das überhaupt möglich und warum überhaupt? Gleich vorweg zur zweiten Frage. Ich mag sehr gerne Züge und das Ganze schaut ja dann recht cool aus. Ich weiß, ich rede hier von träumerischen Visionen, aber die Physik dahinter ist durchaus real. Wie beim Ursprung so vieler Techniken müssen wir auch bei Magnetschwebebahnen einen Blick weit in die Vergangenheit werfen. Und ein Fahrzeug elektromagnetisch schweben zu lassen, die Idee ist jetzt nicht die neueste, die gibt es schon eine ganze Weile. Und zwar vom Herrn Kemper damals, einem deutschen Ingenieur, schon vor über 100 Jahren vorgeschlagen. Jo, das hat aber eigentlich nicht wirklich Auswirkungen auf unseren Weg zur Uni oder generell unseren Arbeitsweg gehabt, wenn wir uns das anschauen heutzutage. Als einer der Vorreiter hat Deutschland seit den 60er Jahren das Ganze wieder mit dem Transrapid aufgegriffen. Und der sollte vor allem hier in Bonn bekannt sein, weil immerhin steht hier einer vor dem Deutschen Museum. Also, beim Transrapid handelt es sich um eine Magnetschwebebahn, welche, wie hier im Bild zu sehen, sich auf einer Fahrwegtrasse in einigen Metern Höhe entlang bewegt. Das Faszinierende dabei ist, dass der Zug nicht die Trasse berührt. Eine ganz vereinfacht ausgedrückt steckt dahinter magnetische Abstoßung. Eine weitere Besonderheit ist, dass der Transrapid selbst keinen Motor besitzt im Vergleich zu ganz vielen anderen Verkehrsmitteln. Der befindet sich nämlich im Fahrweg. Der Transrapid besitzt lediglich zwei Gruppen von Elektromagneten, Tragmagnete und Führungsmagnete. Die erklären sich eigentlich auch von selbst. Immerhin ist die eine Gruppe dafür zuständig, den Zug zu tragen und die andere, naja, die verhindert an den Gleisen, also die führt den Zug. Und fehlt eigentlich nur noch die Erklärung, warum sich der Transrapid überhaupt vorwärts bewegen kann und nicht nur auf der Stelle schwebt. Das ist eigentlich auch wieder recht einfach erklärt. Und zwar steckt da das altbekannte Prinzip, gleiche Pole stoßen sich ab und ungleiche Pole ziehen sich an. Also, wie funktioniert das Ganze? Die in der Fahrwegtrasse eingelassenen Wicklungen, das haben wir hier oben, erzeugen ein magnetisches Wanderfeld, sodass jeweils anziehende und abstoßende Kräfte auf die Elektromagneten in meinem Zug wirken, hier mit Fahrzeug gekennzeichnet. Gesamt wird daher der Zug quasi durch ein magnetisches Wanderfeld mitgezogen. Dazu benötigt man auch keinen Zugführer und das Ganze kann man sehr bequem von einem Computer aus, von einer Zentrale aus steuern. Das mögen wir ja recht gern, da haben wir die Informatiker wieder dafür. Auch an den Gleisen ist nicht möglich, da, wie vorher an dem Bild zu sehen war, der Zug den Fahrweg umschließt. Das heißt, im Vergleich zu herkömmlichen Zügen haben wir weniger Risiken. Wenn wir uns an das Wanderfeld erinnern, dann kann es auch nicht zu Kollisionen kommen, denn alle Züge, die sich auf einer Strecke bewegen, fahren nur in eine Richtung oder können beziehungsweise in eine Richtung fahren. Jetzt habe ich sehr viele Vorteile genannt und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das eh so toll ist, warum steht er dann vor dem Museum eigentlich? Naja, da haben wir mehrere Gründe und ich nehme zwei davon. Der eine zum Beispiel ist Geld. Allein die Fahrkosten, allein die Kosten für den Fahrweg quasi machen 80% aus und das erfordert sehr, sehr hohe Investitionen. Zum anderen ist es so, dass große Geschwindigkeiten sich auf des hohen Luftwiderstands eigentlich nicht rentieren. Da geht die Energieeffizienz flöten. Seit 2014 gibt es jetzt aber ein ganz, ganz neues Konzept quasi zur Lösung all dieser Probleme. Eine Art fünfte Art des Reisens, eben Zug, Schiff, Auto und Flugzeug. Aus dem Bild ist schon recht gut zu erkennen, was ich meine, aber man darf es nicht ganz so wortwörtlich nehmen. Ich spreche hier vom Projekt Hyperloop, einer Vision von Elon Musk, Fortschritt zu revolutionieren. Das Ganze ist ähnlich wie beim Konzept des Transrapid. Wir haben Transportkapseln, die bewegen sich in einigen Metern Höhe auf Fahrbahnen, elektromagnetisch in der Schwebe gehalten. Ein großer Unterschied ist jedoch, dass sich die Kapseln in teilevakuierten Röhren entlang bewegen. Das heißt, mit einem niedrigen Druck innerhalb der Röhre kann man schon mal auf jeden Fall das Problem umgehen, dass große Geschwindigkeiten aufgrund des hohen Luftwiderstands sich nicht rentieren. Um den Druck weiter zu vermindern, haben wir hier an der Vorderseite einen Kompressor, der verringert quasi mit dem Luftdruck davor und stößt die Luft hinten und an der Unterseite wieder aus. Das Ganze kann man sich wie beim Airhockeytisch vorstellen, nur dass halt unser Puck, in dem Fall jetzt die ganze Kapsel hier, einen Film zusätzlich erzeugt, auf dem sie gleiten kann.
Ja, schauen wir mal. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Problem, was ich vorher genannt habe, nämlich Geld. Woher kriegt man eigentlich dieses Geld? Naja, man sieht es hier schon ein bisschen aus dem Bild. Generell sind Projekte weltweit bereits geplant. Und eins zum Beispiel auch möchte ich hier zeigen für Deutschland, das wäre zum Beispiel die mögliche Strecke. Wenn wir jetzt Köln nehmen, weil wir hier in der Nähe sind, dann würde zum Beispiel eine Fahrt nach Hamburg nur noch eine halbe Stunde betragen. Gut, so soll zum Beispiel die Strecke zwischen Dubai und Abu Dhabi in bereits weniger als 5 Jahren mit dem Hyperloop zurückgelegt werden können. Dabei verkürzt sich dann ungefähr 2 Stunden Autofahrt auf nur 12 Minuten mit dem Hyperloop. Genau, zur Finanzierung noch weiter, da kann ich auch auf die TUM ansprechen jetzt, wird auch in Form von Wettbewerben finanziert. Das heißt, im Jänner zum Beispiel dieses Jahr hat das Forschungsteam der TUM den Preis bei der Gestaltung der Kapsel gewonnen für den Preis für die schnellste Kapsel. Wenn ich jetzt mich recht erinnere, glaube ich, haben sie auch vor 2 Wochen einen weiteren Preis gewonnen in der Hinsicht. Also da sind wir schon recht gut dabei. Generell löst Hyperloop nicht nur die Probleme, sondern ist auch umweltfreundlich gestaltet. Wenn man sich das hier anschaut, dann hat man hier San Francisco und Los Angeles und die Fahrzeiten aufgetragen. Ist etwas kompliziert, grob zusammengefasst jetzt haben wir Hyperloop hier unten. Das soll nur verdeutlichen, wir haben bei deutlich geringer Reisezeit verbrauchen wir weniger Energie und es sparen Kosten eben. Im Vergleich jetzt eben zu Flugzeugen. Ich sage gleich vorweg, das geht nur für Mittelstrecken. Das heißt, wenn wir jetzt trotzdem weitere Strecken über den Atlantik etc. quasi betrachten, dann ist das keine Lösung für die Zukunft. Gut, wer noch immer an dem Konzept eines schwebenden Zuges zweifelt, der braucht eigentlich nur nach Shanghai zu schauen, weil da haben wir schon seit über 10 Jahren eine Magnetschwebebahn. Generell gibt es da einige Vorteile, die ich noch gerne nennen möchte. Und zwar, wir haben ja gesagt, der Zug berührt nicht die Trasse. Das heißt, wir haben keinen Materialverschleiß und wir haben auch die ganze Energie, die wir reinstecken, können wir maximal nutzen zum Antrieb. Ja, und das führt mich schon auf die Frage, letztendlich, ob wir nun in Zukunft eben in Kapseln mit Geschwindigkeiten über 1100 km/h zwischen Städten reisen werden oder ob doch Sheldon recht behält und es einfach mehr Spaß macht, sich Züge irgendwie schwebend vorzustellen, das bleibt natürlich offen. Ich auf alle Fälle möchte aber an eine Zukunft glauben, in der es möglich ist und in der wir nichts versuchen, nichts unversucht lassen. Ja, wie hier zum Beispiel, würde auch keiner sofort erwarten. Ja, ich glaube, es ist mittlerweile der kürzeste Vortrag. Hab doch ein bisschen durchgehetzt, weiß ich nicht. Ja, danke für die Aufmerksamkeit auf alle Fälle.